Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gotik. Ich bin die Zockerbraut und wir sind hier im neuen Lager. Stehen vor Lefty, diesem Sklaventreiber, diesem Verdammten, der uns gerade eingeteilt hat, diesen ganzen armen Schöpfern hier, den Bauern, Wasser zu bringen. Das sollen wir jetzt für den Rest unseres Lebens machen. Ganz ehrlich, der kann mich mal kreuzweise am Hintern und am allerwertesten. Es ist unglaublich. Wir werden jetzt mal was essen. Wir haben eh wieder Fleisch ohne. Also in Hülle und Fülle. So. Ich speichere das nochmal ab. Unfassbar, ey. Lefty. Du kannst dein Wasser ab jetzt selber bringen. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Ja, ich. Ganz ruhig. Weg. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Hoppla, falsche Taste. Ganz ruhig. Dann gut. Ach, Mist. Laden. Ich hab's gewusst, ich werd's versemmeln. Dieser blöde Reislord geht mir auch auf die Nerven. Der greift nämlich auch noch Schimpanzer an. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. War ein guter Kampf. Versuch das nicht nochmal! Zieht der mit? Das ist schlecht. Naja, was soll's. Scheiß nochmal auf den Trottel. Wir fangen jetzt nicht direkt nochmal von vorne an. Wir schauen uns da mal oben im Lager um. Ja, ihr merkt, ich habe irrsinnigen Skill. Es ist halt echt bäh. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Aha, was machen die Söldner? Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus einem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Lee. Rock Lee? Was machen die Magier? Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Toll. Ihr habt einen riesigen Erzhaufen hier. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Und ich will das Erz. Wo ist der Erzhaufen? Kaching, kaching. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Hülle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Schade. Was ist mit dem Rest der Leute? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Okay. Wie ist die Lage zurzeit? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Kaboom. Na gut, bye bye. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, meistens. Na, dann schauen wir mal. Scheinbar hausen die da in
der Höhle. Was gibt's hier Schönes? Fässer, ein kleines Lager. Ah, hier ist der Eingang. Ah, hier werden wahrscheinlich die Leute pennen, die auf den Feldern arbeiten. Ist auch ein bisschen zugig hier, ne? In der Nacht. Was sind die alles Männer? Die haben mehr Hitze als die Frauen. Können sich damit selber gut wärmen. Eine Leiter, da geht's rauf. Dann schauen wir mal nach. Da. Gibt's hier was umsonst? Aha, es ist so eine Art Wachturm dann. Ja. Das ist der Wachturm. Eine Quest oder so wird es wahrscheinlich nicht geben hier. Na, nicht hängen bleiben. So. Ja, das ist ein Wachturm. Da, Söldner. Ja, die überblicken hier alles. Ja. Ist nichts Interessantes hier. Können wir da runtergehen. Da. Eine Truhe. Ich habe nichts gesagt. Rechts, links. Links, rechts. Yes! Checkpoint. Zwar kein Erz drin, aber immerhin was zu futtern. Ist da noch eine Truhe? Da ist noch eine Truhe. Links, rechts, rechts, links. Oh, die braucht mehr. Rechts. Yes. Ein Bogen. Jawohl. Benötigt die Geschicklichkeit 12. Da brauchen wir nur ein bisschen lernen. Wir haben einen Bogen. Yes. Unsere erste Fernwaffe. Fernkampfwaffe. Da geht's noch weiter raus. Dann schauen wir mal, vielleicht gibt's noch mehr Truhen. Da. Sehr nice. Huch, wir sind verschwunden. Ach nee, ist nur ein Ausguck. Gut, dann können wir wieder runter. Ja. Ein bisschen zu wörtlich genommen. Da. Patsch. Da. Huia! Patsch. Patsch. So. Weiter geht's. Das werden wir jetzt einmal abspeichern. Das haben wir fein hinbekommen. Sehr schön. Haben wir schon einen Bogen. Homer Simpson. Hi, wie geht's dir? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Na prima. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Okay. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen. Aber ich war der Baumeister. Cool. Tschüssi. Schön hinbekommen. Da ist klar, dass du jetzt Wert drauf legst, dass dieses Viech aufhört, daran zu... also Schaden zu machen. Der geht auch, als hätte er die Hosen voll. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es.
Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Na, mein Schürfer, versuch es mal. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Ja, Mann. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? 2 Stück. Ich habe 10 Erz hier. Ich habe 10 Erz. Hier. 10 Erz? Dafür werde ich dir erlauben, es nochmal zu versuchen. Aha. Speichern. Nehmen wir mal den oberen. Was hältst du von etwas? Das gibt man auch mal. Was denkst du über 50 Erz? Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Mhm. Du bist ein Arschkopf. Und gleich. Unfassbar, ey. Das kommt einem Raub gleich. So, wohin zuerst? Hier lang. Machen wir so eine Runde, ne? Das passiert mir. Na. Bal Kagan. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Bal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Ja. Was machst du hier? Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Kann ich dir vielleicht helfen? Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Oh weh. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Mhm, okay. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Sehr freundlich. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es liefern? Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Okay. Ende. In dem Gelände. Ein Bandit. Wen haben wir hier? Noch ein Bandit. Gauner, Schurke, Bandit. Da-da-da. Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her!
auswüsten. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Mhm. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. Okay. Zurück. Gut. Dann sperren wir mal ab, weil ich fürchte, an dem Typen kommen wir nicht so ohne weiteres vorbei. Schauen wir mal kurz rein. Kundenwerbung. Der Novize Bal Kagan hat mir 10 Stängel Sumpfkraut grünen Novizen gegeben, die ich im neuen Lager verteilen soll. Okay, wer es kriegt, ist wurscht. Ne? Schauen wir, vielleicht will er eins haben. Hi, wer bist du? Hi, wer bist du? Was geht dich an Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Hätte ich mich vorher schminken sollen, oder was? Freundlich. Wenigstens hat uns nicht verhaut. Wolf. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Das ist mal nett. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Okay. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Okay. Ich suche Tauschen. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Okay. Tauschen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay. Okay. Ich denke, wir doch unsere Flügel nehmen. Schauen wir mal. 16 Stück. Was schon hat überhaupt Erz? Oh ja, gar nicht mehr so wenig. Was ist das? Die Blutfliegen. Ist das ein Lehrbuch? Weintrauben. Lecker. So. 16 Flügel kriegst du mal. Einen Krug. Und ich glaube, dann sind wir schon wieder fertig. Fackeln. Ach, scheiß drauf. So. Genau. So. Ich danke dir. Bye. Gut. Oha. Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!